Hallo Leute und herzlich willkommen beim mysteriösen L oder was auch immer da stehen mag. Also wir sind immer noch bei Minecraft's Edge. Ach, da ist die Leiter, deswegen verkacken wir es da gerade hart. Und du verkackst es einfach so hart. Achtung. Alter, du bist ein elender Dödel. Hä? Ich hätte es fast runtergehauen wegen dir, Mensch. Geh doch nicht. Oh yeah, und ich springe hier schon mal runter. Ich hoffe jetzt einfach mal, ich vertraue Alter, jetzt auf mein Ding. Warum packe ich das nicht? Aua. Oh, hier ist Diamant, oder? Ich bin nicht so durchgerannt und jetzt... Diamantenkopf oder sowas. Press Button. Ah, ich komme nicht ran! Ah! Okay. Auf mich! Ja, ja, ich warte, ich warte. Diesmal nehme ich den rechten Weg. Ich warte nämlich nicht auf dich. Ich bin so böse. Nein, ist nicht viel und ich war kacke. Ich muss auf der Leiter stehen bleiben. Achso, du bist... Warte mal, wo bist denn du? Du bist doch kurz davor. Ja, viel fehlt nicht, Mann. Und ich verkack's schon wieder. Ich verkack gerade immer den gleichen Sprung, von daher ist das okay. Ah ne, jetzt verkacke ich schon den davor. Boing. Alter. Die Boing. Die Boing. Die Boing. Ich lauf dann immer zu weit. Die Boing. Die Boing. Die Boing, die Boing, die Boing. Die Boing. Manchmal gibt's so Sprünge, die schafft man direkt auf Anhieb. Die Boing, die Boing. Die Boing. Die Boing. So, ich hab schon richtig gechillten Platz, wo ich auf dich warte. So, Boing. Und jetzt hol ich mein schönes Buch. Da steht drin. Ein Neuent... achso, nee, das haben wir schon. In Aua. Norwegen gibt es einen Wintersport namens Geilo. Und das, der macht... Was macht man da? Das will ich ehrlich gesagt gar nicht wissen. Warte, das google ich jetzt. Echt? Ich will... Oder hast du ein iPod in der Gegend? Nee, gar nicht. Das machen wir irgendwann mal anders. Oder einfach irgendein anderer googelt und schreibt unten rein, weil wir so verdammt faul sind. Könnten wir auch so machen, ne? Nein, wir spielen gerade. Ja, 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 aber... Ja, okay. Eine Spitzmaus muss alle 3 Stunden fressen, sonst würde sie verhungern. Wann schläft die? Die hat tollen Schlaf, oder? Stell dir vor, du würdest alle 3 Stunden aufstehen müssen, sonst verhungerst du. Ich glaube, irgendwas wolltest du bei der letzten Map nochmal sagen. Oh, scheiße, stimmt, Mann. Ach, verkackt, was war denn das? Scheiße. Ich weiß es nicht. War das? Das war irgendein Fakt. Ja, das ist mir klar. Kacke, Mann. Alter, kacke, ich schaff's nicht. Na, les mal weiter. Nee, warte, jetzt suche ich gerade das Ding. Ach Gott, ey, das weiß ich doch auch noch, Mann. Alter, das haben wir gestern aufgenommen. Das weiß ich doch nicht mehr. Du weißt es ja auch nicht. Ja, ich hab die doch nicht vorgelesen. Weil ich die auch vorlese, Mann. Das ist ein automatisches Programm, was meine Stimme gut imitiert. Weil ich nicht lesen kann. Genau. Ja, genau, Per. Nee, keine Ahnung, Leute, mehr. Aber ey, das ist ja... Das klappt irgendwie nie mit sowas. Warte mal, was war denn das? Ich hab gestern aber auch so verkackt viel vorgelesen, Mann. Oh, bist du auch da? Warte mal, warte. Also, wie gesagt, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Sorry. Knopf drücke. Auf das Knöpfchen. Ich drücke auf das Knöpfchen. Ey, das sag genau. Drück auf. Boah, warte, Per, nicht drüber latschen. Ich will das jetzt mal googeln. Geilo. Ja. Ey, das sieht genau... Ist dir aufgefallen, dass das genau das gleiche ist wie in Part 1? Das Regenbogen-Ding. Hier. Mensch, dir fällt ja gar nichts ein. Boah, Leute, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wisst ihr, was wir jetzt Lustiges machen? Alter! Das wird lustig. Nee, ich du bist da. Du hast auch. Also, jetzt. Es gibt einen Ort, der heißt Geilo in Norwegen. Okay. Ups. Ja, jetzt bin ich gerannt. Jetzt gehen wir auch. Boah, warte. Ah, das war diese Musik. Es war dieses Musikstück. Ah, genau. Jetzt fällt's mir. Ja, jetzt ist mir auch gerade eingefallen. Thanks for playing. Das Musikstück. So, dann löse ich das jetzt mal auf. Warte mal, starte mal auf keine einzige Druckplatte. Ich will die Musik mal hören. Wartet kurz. Achtung, es wird jetzt gerade ein bisschen laut.
Aha. Ah, ich weiß, wo du. Oh. Ich weiß, wo du den Tree hinpacken musst. Also das ist gechillt, weil ich auch noch den Tree hab, Alter. Hast du den nicht? Nee. Aber die Musik hier finde ich richtig gechillt, Mann. Die wolltest du noch auflösen. Ja, die Musik, ja, vom letzten Mal. Es war nicht, eigentlich nicht schwer. Es war einfach von Mirror's Edge das Spiel. Hier kann man noch jumpen, das war von weil da oben ist irgendeine Kiste. Von Mirror's Edge war das Spiel. Das war die Spielmusik. Ich weiß nicht, wer es mal gezockt hat. Ich kenn's jetzt nur vom iPod. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Konsolen oder so auch noch so ist. Aber zumindest beim iPod ist es so, dass eben diese, genau die Musik, die da eben lief, auch beim Spiel verwendet wird. Und das fand ich echt cool. Oh Mann, wie ich durchgehe. Okay. Alter, du ziehst voll hart. Ich will es auch noch packen. Wir haben noch 8 Minuten Zeit, nämlich. Und das ist das Ende. Oh yeah! Oh yeah, Mann! You know what to do. Und was steht da drin? In der Kiste? TNT. Nee, ein Feuerzeug. Ist aber auch cool. Ja, den Tree haben wir leider verloren. Also, wir sind da fertig. Weil ich im Moment heißt das wohl? Nee, im Moment zünde ich erstmal alles an. Sind jetzt erstmal hier ein bisschen rum ohne Game Mode. Du bist schlecht. Ich habe 11 eingegeben irgendwie. Boah, jawohl, jetzt kommt wieder geile Musik. Warte mal, das muss ich gleich mal wieder leiser machen. Fazit. Ja, also nee, also also die Musik, das fand ich schon mal, aber das war bei der ersten Map noch, ne? Das fand ich bei der richtig cool eigentlich. Aber jetzt zum Fazit von der hier. Wie viele Parts haben wir gebraucht? Drei. Ja, das ist der dritte Part. Die war etwas länger jetzt, aber auch nicht viel. Also es war eigentlich etwas, ich fand es etwas schwieriger, aber immer noch leicht. Also das kann man immer mal gut durchzocken. Perfekt für Anfänger, macht Bock und einfach mal, oh mein Feuerzeug ist alle. Perfekt einfach mal so zum gechillten Durchzocken. Ja. Oder einfach so zum Fun haben mit paar Freunden oder alleine. Ja. Sonst. Ja. Keine Ahnung, ich fand's auch mal cool, dass eben so kleines zum Beispiel jetzt. Zum Beispiel, dass das Schwein rumgefahren kam. Ich weiß, das sind irgendwie eigentlich ist es nichts Wertvolles, aber ich finde sowas peppt die Map sowas von auf, Leute. Finde ich jetzt persönlich. Ich finde einfach, das macht nochmal einen riesen Pluspunkt für die ganze Map. Und der setzt hier Lava oder was? Spaten, Mann. Weißt du, was viel lustiger ist? Das da? Nee. TNT. Ah, verdammte Scheiße. Jetzt kann ich es doch mal sagen. Oh nein, oh nein. Ich setze einfach gerade gnadenlos hier einen hin. Neben die Redstone-Fackel und dann geht es doch alles hoch hier. Ja, also Fazit wieder leicht. Oh scheiße, nein! Der Song war richtig. Der Song war mal richtig geil, sorry, dass wir den jetzt zerstört haben. Aber der war echt. Hä, warum ging das so ab? Der war richtig, weil ich voll viel TNT da hingelegt hatte. Also der war echt richtig geil, das muss man sagen. Ja. Musik, also ich finde Musik peppt sowas auch nochmal richtig auf. Und das fand ich gut. Sonst auch das Ende fand ich wieder gut mit dem Regenbogen. Wie gesagt, ich mag Regenbogen, der hier gerade gnadenlos abfackelt. Und sonst, warte mal, ich mache jetzt nochmal so einen Rundflug. Komm schon mit. Ja. Dann zerstören wir nicht alles, sondern jetzt können wir auch einfach alles kaputt machen. Ja, ist ja auch scheißegal jetzt. Also einfach mal so eine Stadt, so eine Parkour-Map finde ich eigentlich auch cool. Also Stadt-Parkour, nicht so eine Parkour-Map, die voll unlogisch ist. Was ich sehr gut finde, sind eben, wie auch schon gesagt, diese Sanddinger. Die finde ich sehr cool. Und ich bombe hier gerade wieder schön alles hoch, so wie sich das gehört. Ja, wie gesagt, schön zum Durchzocken. Eigentlich ganz cool gemacht, auch die Gebäude eben und auch, dass eben nicht nur sowas wie Gebäude sind, sehen nicht alle gleich aus. Ich meine, klar, sie haben Ähnlichkeiten, aber wer kann das hinkriegen, dass die alle neu aussehen? Also das, ja, ich meine, kann man hinkriegen, aber sonst ist es auch zu viel Arbeit. Muss auch nicht unbedingt sein. Sonst, kleiner Nachteil hier, dass es eben in der Eiswelt war, dass die ganzen Dinger zugefroren sind, aber ich meine, das passiert nun mal. Ja, kann man ändern, aber ja, passiert. Macht jetzt auch nicht so viel aus. Und sonst? Ja, was gibt's noch?
Was Ende der Ende macht immer ist das Ende der Map ist von der Map ist immer gut. Ja, ja, nee, also das Ende war echt cool, fand ich. Auch das am Ende noch mit dem, dass man eben, dass es nicht endet mit Thanks for playing, wie eigentlich sonst immer Standardsachen, sondern auch so mit diesem ein bisschen elender Spaten, Mann, ich wollte noch weiterbauen. Ey, zieht schon die ganzen Gebäude ab. Hier ist ein schönes Chunkloch, damit wir mal so ein Gebäude sehen hier von innen. Ja, mit Minecarts kommt was vor, mit was weiß ich, also ich finde es eigentlich ganz cool hier. Alles Mögliche. Auch, also ich meine, es ist nicht immer komplett Innenausstattung, aber es hat ein bisschen Innenausstattung und das finde ich gut. Ey, du musst so schnell TNT bauen, dass es immer weiter explodiert. Das geht, ja. Ja, sonst ja. Wüsste ich jetzt eigentlich auch nicht mehr, was zu sagen ist. Wie gesagt, nee. Einfach mal cool zum rein gucken und einfach mal durchrennen. Es ist jetzt keine Map, wo wirklich viel Story hinter ist, beziehungsweise wo man sich jetzt echt Gedanken machen muss. Rätsel ist halt auch nicht, aber es ist halt eine Parcours-Map. Ich meine, das verlangt man auch nicht von einer Parcours-Map. Dass da Story eben, dabei ist. Sollte man auch nicht verlangen, sonst hat man irgendwas falsch gemacht. Ups, fuck. Hast du es angezündet? Nein, oder? Nein, da stand eine Redstone. Wehe, das geht gleich alles hoch hier. Noch nö. Okay, also das Gebäude haben wir schon mal. Ach, hier war auch der Spawn. Ich sehe gerade noch ein paar Schilder. No TNT. Steht nee, es aber da? No placing blocks oder so. Aber nee, das steht auch. Das, nee, das was, wir sind mit der Map fertig. Ein hochgebombtes Schild. Ja, also sonst wie gesagt, einfach mal durchzocken. Auch wenn man mal nicht so viel Zeit hat, kann man das schön durchspielen auch. Weil ich meine, klar, nicht jeder hat so viel Zeit und keine Hobbys wie wir. oder Ferien. Ja, oder einfach keine Hobbys und Ferien. Das ist natürlich die Idealkombi. Nee, aber einfach mal, keiner hat Zeit für zum Beispiel 80 Parts oder was. Und deswegen ist es eigentlich ganz cool, einfach mal zum Durchzocken und cool gemacht eigentlich, statt halt, ist mit Medita gemacht, welche das Map sieht man, du damit aber, bloß? Wie bitte? Welche Map meinst du damit bloß? Nee, aber ja, also wie gesagt, ist eigentlich ganz cool geworden, kann man echt nur empfehlen, guckt einfach mal rein, ich würde sagen, es ist jetzt unsere letzte Explosion hier, oder? Und da geht sie hoch. Nein, ich will das Gebäude noch komplett dem Erdboden gleich machen. Das Grüne. Das da. Warte, warte. Aber das kriegen wir einmal hin, oder? Das kriegen wir einmal hin. Nein, 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 nein. Das machst du schön wieder aus, Alter. Verdammt. Das geht aber. Fuck. Das machen wir einmal gleich. Jetzt mal im Ernst, das kannst du doch nicht machen hier. Ist doch zu bitter. Also gut, dann bauen wir jetzt noch einmal schön TNT hier einmal rum. Nicht anzünden oder so, gell? Ja. Das machen wir jetzt richtig schön nieder hier. Das ist immer das Lustige an der Map. Standard. Das gehört dazu, finde ich jetzt inzwischen schon bei uns. Am Anfang haben wir, ich weiß gar nicht, da haben wir nur das Fazit gemacht, aber war auch okay. Aber jetzt haben wir eben angefangen, jetzt immer Game Mode reinzuklatschen und einfach alles hochzujagen. Was uns so in die Quere kommt, hier muss auch noch was sehen. Was ist denn hier los? Hallo? Ja, aber sonst, also guckt einfach mal rein, lohnt sich echt hier. Warte noch nicht anzünden, ich bin noch lange nicht fertig. Ich auch nicht. Zum Glück habe ich so ein unanspruchsvolles Texture Pack. Hätte ich das jetzt wieder mit meinem gemacht, dann hätte es wieder richtig rumgepackt gleich. Ich hoffe, ja, so dürfte es eigentlich klappen. Hoffe ich einfach mal. Wo bin ich hier? Einfach rumklatschen. Ich mache noch eine Verbindung zum anderen Haus. Ja, das reicht dann, Alter. Hier unten, guck mal, im Erdgeschoss hast du noch gar nichts. Ja. Oh Mensch, du wolltest doch das Gebäude, dann mach doch das Gebäude. Du hältst ja gar nicht, was du versprichst. Mensch. Bin ich enttäuscht nein. So, hier noch schön eine Verbindung. Jetzt sind wir gleich schon unten. Zu welchem Gebäude machst du denn was? Ach, jetzt ist erst die Zeit um. Das ist ja perfekt. Ja. Zu welchem Gebäude machst du eine Verbindung? Nur eine kleine. So, hier gibt es ein Chunkloch von mir, aber das ist jetzt auch egal. Da jetzt hier gleich alles denken in die Luft geht. Also ich bin hier fertig. Zeig mal, wo ist die Verbindung, die wir jetzt sehen. Ach, die da. Okay, ja, das geht auch noch ins Chunkloch über. Darf ich es anzünden? Nein, 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 nicht. Ach, du willst es anzünden, okay. Gut, dann gehe ich jetzt mal hier ein bisschen hoch und sehe alles schön von oben. Ich denke mal, gleich dürfte es abgehen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los.
Sehr schön, das backt jetzt wahrscheinlich gleich wieder richtig hart. Ja, und es backt. Du wurdest gekickt. Boah, ja. Mein Schankloch ist behoben. Das ist geil. Das ist geil. End of das stream. Ist geil, Mann. Ich hatte gerade ein richtig fettes Junkloch, ich hab's gesehen. Und jetzt nicht mehr. Also ich würde sagen, das Haus haben wir fertig gemacht. Jetzt ist da unten nur noch Wasser, keine Ahnung, wo das herkommt. Aber wie gesagt, guckt einfach vorbei und dann würde ich sagen, war's das jetzt erstmal von dieser Map. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Map wieder und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein, Leute. Ciao.